Schweiz, wohin? Zu diesem Thema hat am Montag am Abend in der Festhalle zu Willisau Bundesrätin Doris Leuthard ihre Perspektiven aufgezeigt. Schwergewichtig ist es dabei um Umwelt, Verkehr und Energie gegangen. Ebenfalls ein Thema war der Wahlkampf 2015. Da war die CVP Kanton Luzern 3 zusätzliche Sitze erlangen. Zu diesem Thema hat der Kantonalpräsident Pierre Mignon seine strategischen Schachzüge bekannt gegeben. Mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Bundesrätin gegenüber Telenapftele Zentralschweiz. Wo sehen Sie die Herausforderungen energiepolitisch für die Schweiz? Ja gut, im Moment sind wir natürlich noch in der Beratung der Gesetzesvorlage. Und wir haben Zeit. Ich glaube, wichtig ist, dass die Bevölkerung und die Unternehmen nicht das Gefühl haben, wir müssen jetzt morgen schon alles lösen, sondern man muss sich Zeit lassen und das planen. Und wir müssen eine gute Abstimmung finden zwischen der Förderung und da, wo man marktwirtschaftlich aufbauen kann, an erneuerbaren Energien. Und das Dritte ist natürlich, wir müssen unseren Verbrauch zurückbringen, weil das ist natürlich zu 78% importierte Energie, es ist fossile Energie und das ist auch eine langfristige Aufgabe, aber das schaffen wir. Die Exportindustrie ist ja der Frankenkurs sehr wichtig, auch der Energiepreis ist sehr wichtig. Wie sehen Sie da die Entwicklung tendenziell? Geht nach oben oder nach unten? Ja, im Moment haben wir natürlich einen sehr tiefen, rekordtiefen Erdölpreis. Wir haben das letzte Jahr, das vorletzte Jahr 20 Milliarden ausgegeben für Erdölprodukte, also inklusive Treibstoff. Und das ist natürlich jetzt mit dem tiefen Erdölpreis und mit dem starken Schweizer Franken sparen wir da auf einen Klapp 5-6 Milliarden. Das ist gute News. Das ist gut für die Industrie, die eben vor allem auch noch Erdölprodukte braucht. Schwierig ist natürlich im Strom. Da haben wir in der Schweiz immer in einem Mittelfeld von Industriestrom. Und da müssen wir sicher Sorge haben, dass wir das weiterhin haben können. Und darum tun wir auch nicht übertreiben mit Fördern, sondern da machen, wo schlussendlich dann eben auch die Wirtschaft stärkt, wo man wieder Technologien entwickeln kann. Danke vielmals. Danke Ihnen. Der Kantonalpräsident Pierre Mignon will seine Partei im Wahljahr vorwärts bringen, nicht zuletzt auch dank bundesrätlichem Schulterschluss. Die CVP Kanton Luzern geht mit den 3 Themen gute Bildung, zügige Energiewende und gesunde KMU im Wahlkampf. Was ist das Ziel für den 29. März? Die CVP Kanton Luzern wird am 29. März die stärkste Partei bleiben im Kanton Luzern. Das Ziel ist über allem. Wir streben aber auch an, 3 zusätzliche Kantonsratsmandate für die nächste Legislatur. Ihr habt ja ausreichend Kandidaten. Wie viele Kandidaten haben wir? Ich kann heute sagen, dass wir 100%ig in den Wahlkampf gehen können. Das heisst, wir haben 100 Kandidatinnen aus allen Berufsschichten, aus allen Alterskategorien. Hättet ihr noch mehr gehabt? Die 100 Kandidatinnen und Kandidaten, da fühlen wir uns sehr stolz, dass wir die haben. Ich glaube, das reicht, um in der Bevölkerung eine Auswahl zu geben an fähige Leute, die sie wählen dürfen, in den Kantonsrat. Der Kantonsrat, der 120 Sitze hat. Je nach politischer Wetterlage kommt der Wind ein bisschen von einer oder ein bisschen von der anderen Seite. Die Krise, also von diesem Baum, fallen entweder ins eine Gärtchen oder ins andere Gärtchen. Bei der Positionierung und Themen, wie sind ihr da vorgegangen? Wie haben ihr probiert, den Wind zu spüren? Es geht um die Zukunft des Mittelstands, unserer Familie, bei uns im Kanton Luzern. Und wenn wir die Zukunft anschauen, dann braucht es erst eine gute Bildung, eine Volksschulbildung, aber auch eine Berufsschulbildung und eine Weiterbildung. Dann brauchen wir eine raffinierte Energiewende, dass unsere zukünftige Familie, zukünftige Mittelstand auch Energie hat, um das Leben frei zu gestalten. Und wir brauchen natürlich starke, gesunde KMU und Gewerbler, die eben für Arbeitsplätze sichern, die die Arbeit in der Region halten und mit dem das Leben in der Region sicherstellen. Wie grenzt ihr euch ab von anderen Parteien? Die CVP ist die Partei der Mitte. Wir fokussieren uns ganz klar auf den Mittelstand, fokussieren. Wir fokussieren uns auf die Familie. Wir sind eine Partei, die ausgewogen Politik macht für Jung und Alt, für Stadt und Land, für Gewerbler, aber auch für Akademiker. Wir sind eine Konsenspartei und wollen eine Konsenslösung, dass wir zusammen in eine erfolgreiche Zukunft kommen können. Für den Kanton Luzern, aber auch für die Schweiz. Das Referat von der Bundesrätin Doris Leuthard werden wir in einer Sondersendung bringen. Das Datum ist unten eingeblendet. Können Sie uns kurz zusammenfassen, über was hat Bundesrätin Doris Leuthard heute in Willisau geredet? Es ist für uns natürlich ein
super Ehre, dass Bundesrätin Doris Leuthard heute zu uns zum Wahlkampfauftakt gekommen ist. Am ersten Tag nach der Fasnacht, wo der Wahlkampf richtig losgegangen ist. Doris Leuthard hat im ersten Block die Möglichkeit geboten, mit den Kandidierenden zusammenzukommen. Die Kandidierenden durften sie kennenlernen, persönlich bei einem Gespräch, bei Diskussionen, aber auch bei einem Abpro. Im zweiten Teil hier im Saal innen, vor über 250 Teilnehmern, hat Doris Leuthard uns aufgezeigt, woher es eben mit der Schweiz gehen kann, woher es mit der Schweiz gehen kann, in eine positive Zukunft. Und da hat sie uns gezeigt, was das bedeutet, wo dass wir die Schräubchen stellen müssen, dass eben die Zukunft positiv ist. Danke vielmals. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sensationell, dieser Blick in diesen vollen Saal. Das macht richtig Freude und ich begrüße Sie politisch von unten nach oben. Erstens, Sie, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Wählerinnen und Wähler, aber auch Sie, geschätzte Vertreter der Medien. Zweitens, euch, liebe CVP-Engagierte in den Ortsparteien, in den Gemeinderäten, in den Einwohnerräten, im Kantonsrat. Drittens, ein besonderes Willkommen geht an euch, Kandidatinnen und Kandidaten für den Kantonsrat. Viertens, ich begrüße unsere Top-Liga, die Regierungsräte Guido Graf und Reto Weiss, den Altnationalratspräsident Rudi Lustenberger, Nationalrätin Ida Glanzmann und den Nationalrat Leo Müller. Und fünftens heiße ich ganz besonders herzlich willkommen unsere Bundesrätin Doris Leuthard. Meine Damen und Herren, CVP Kanton Luzern begrüßt unsere Bundesrätin Doris Leuthard mit einem kräftigen Applaus. Geschätzte Frau Bundesrätin, liebe Doris, wir freuen uns besonders, dass du trotz deiner vielen heiß umkämpften Themendossier da bist. Als Chefin eines Schlüsseldepartements führst du einen Mehrfrontenkrieg rund um heisse Dossier wie Benzinpreis, Energiewende, Gotthard, Bilag, Raumplanung, KEF, Gewässerräume und so weiter und so fort. Es ist uns absolut nicht selbstverständlich, dass du dich in Bern losgerissen hast und einen mehrstündigen Aufenthalt hier bei uns, bei der CVP Luzern, machst. Vom 7. bis am 8. für eine persönliche Begegnung mit unseren Kandidatinnen und Kandidaten und jetzt zum folgenden Referat. Aber vielleicht ist es ja nicht nur ein Müssen. Vielleicht ist es auch ganz schön für dich, allein schon wegen dem Wetter, wegen dem Politwetter. In Bern spürst du steifen Politwind, in Willisau kannst du Begeisterung geniessen und ein bisschen Politwellness, denke ich, tut auch dir zwischen dir gut. Wir freuen uns, dass du in Zeiten von grosser politischer Unsicherheit ein Referat über die Schweiz wohin wirst halten. Und ich bin sicher, dass du uns hoffnungsvolle Perspektiven wirst aufzeigen können. Bevor ich dir aber das Wort übergebe, möchte ich als Parteipräsident und Wahlkampfchef ein paar Ausführungen zum Wahlkampf der CVP machen. Sie erlauben mir das, geschätzte Damen und Herren. Sie merken es, ich bin total gut gelaunt heute Abend, extrem gut sogar. Heute ist nämlich der Tag X, auf dem wir seit Monaten hergearbeitet haben und hergefiebert haben. Heute ist der Tag X, der erste Arbeitstag nach der Fasnachtsferien, der erste Tag des eigentlichen Wahlkampfs für die kantonalen Wahlen vom 29. März. Und an diesem Tag X starten wir hundertprozentig durch. Mit einem Wahlauftakt mit der besten Bundesrätin der Schweiz und mit der charmantesten. Wir starten aber auch mit 100 Kandidatinnen und Kandidaten, eben 100% durch. Meine Damen und Herren, ich bin wirklich begeistert, dass wir für die 120 Sitze im Luzerner Kantonsrat mit 100 Frauen und Männern vor die Wählerinnen und Wähler dürfen treten. Und was für Kandidatinnen und Kandidaten.
Wir haben auf unserer Liste Unternehmer, Lehrerinnen, Bauern, Angestellte, Beraterinnen, Funktionäre. Wir haben Hotelier, Dozentinnen, Raumplaner, Schulpflegepräsidentinnen, Handwerker, Hausfrauen, Treuhänder, Historiker, Gemeinderäte und so weiter und so fort. Das, was die Luzerner Bevölkerung ausmacht, das bildet unsere Liste ab. Und das, was der Mittelstand ist, ist bei uns vertreten. Ich bin riesig stolz auf unsere Kandidatinnen und Kandidaten und ich bin überzeugt, dass jeder und jede von euch einen engagierten, beherzten, einen starken Wahlkampf wird führen. Ihr 100, ihr sind das Kapital von unserer Partei. Das bedingt aber auch, dass eure Ortsparteien, eure Unterstützungskomitee jetzt wirklich ganze Arbeit leisten. Und das heisst, mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Wir müssen, meine Damen und Herren, wir müssen als CVP, solche, die in CVP-Familie eingeboren sind, an die Urne bringen. Aber auch neue Wählerinnen und Wähler gewinnen. Das geht nur über mobilisieren, mobilisieren. Aber eigentlich habt ihr in den Ortsparteien Lichtspiel. Bei dieser Qualität, nämlich von den Kandidatinnen und Kandidaten. Also, auf in Wahlkampf. Das heisst nichts anderes als mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Beschaffung von den Gemeinden, Stimmrechtsregister. Macht Standaktionen, geht auf Frühlingsmärkte, auf Bahnhöfe, von Einkaufszentren zu Entsorgungsstationen. Macht Veranstaltungen, Aktionen oder gar Demonstrationen. Verschicke Postkarten, Brief, Mailing, SMS, telefonieren Sie oder noch besser, besuchen Sie Ihre Wählerinnen und Wähler persönlich. Stellt unsere Kandidierenden in Vordergrund, leistet Sie für unsere 100 Kandidatinnen und Kandidaten 100% Einsatz. Wir haben aber den Wählerinnen und Wählern noch viel mehr zu bieten. Das sind unsere zwei Regierungsräte. Der Guido Graf, Gesundheits- und Sicherheitsdirektor, der Reto Weiss, Bildungs- und Kulturdirektor. Das ist ein erfolgreiches Duo. Sie verstehen sich persönlich gut, sie sind verschieden und ergänzen sich, aber beide sind Macher. Beide führen erfolgreich ihre Schlüsseldepartement. Wir von der CVP sind stolz auf Guido Graf und auf Reto Weiss, auf ihre Persönlichkeit, auf ihre Leistungsausweis, auf ihren Hang aber auch zu einem gewissen Schalk. Das sieht man ja auch in einer Wahlkampagne. Oder ihrer Idee, dass sie am 7. März im Adler Zempen einen Jassnachmittag organisieren, an den alle, wirklich alle, auch ihr alle, herzlich eingeladen sind. Schließlich weise ich mit Freude auf die 21 zusätzlichen Köpfe der jungen CVP hin. Auch das ist schlicht sensationell. 21 junge Frauen und Männer wollen im Sinn vom C und im Sinn von der Mitte sich für den Kanton engagieren und sie kandidieren. Super. Ihr von der jungen CVP, ganz herzliche Gratulation für euer Engagement. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, 100 plus 2 plus 21, wenn das keine Erfolgsformel ist, wenn das kein Anstoß, keine Motivation ist, dass sie alle jetzt genau das machen, was heute, morgen, übermorgen und jeden Tag bis zum 29. März nötig ist. Sie können dreimal raten, was ich meine. Genau. Mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. 100% parat, das sind wir auch mit unserer Wahlkampagne. Die Werbemittel sind konzipiert, sind gedruckt. Ab heute läuft die Maschinerie. Ich bin überzeugt, dass unsere Kampagne klar, verständlich und nur ein Stück weit überraschend und wegen dem sympathisch ist. 100% fit ist die CVP aber auch, wenn es um Politik geht. Wir haben gute Leistungsausweis vorzuweisen. Wir haben klare Positionen. Wir haben uns entschieden, dass wir mit 3 Schwerpunktthemen in Wahlkampf werden ziehen. Erstens gute Bildung, zweitens zügige Energiewende, drittens gesunde KMU. Wegen was gerade 3 Schwerpunktthemen? Bei allen diesen 3 handelt es sich um Themen, die für den Mittelstand, für die Familie wichtig sind. Sie haben mit dem Leben zu tun. Und bei allen 3 Themen geht es um unsere Zukunft. Für den Kanton Luzern mit Zukunftsperspektiven. Für den Kanton Luzern, der einen attraktiven Lebens-
Wirtschafts- und Kulturraum ist und das auch in Zukunft soll bleiben. Dafür brauchen wir eben wirklich gute Bildung, eine zügige Energiewende und gesunde KMU. Diese drei Themen sind glaubwürdig für die Politik der CVP. Für gute Bildung haben wir uns zum Beispiel in den letzten 4 Jahren eingesetzt, für mehr Elternmitverantwortung an Volksberufs- und Mittelschulen, für ein aussagekräftiges Abschlusszertifikat nach der obligatorischen Schulzeit, für faire Stipendien oder für eine Wirtschaftsfakultät. Selbstverständlich haben wir auch Ziel in der Bildung. Wir wollen unnötige Reformen verhindern, wie das der Reto Wyss seit 4 Jahren macht. Wir wollen die MINT-Fächer stärken und wir wollen dafür schauen, dass weiterhin 70% der Jugendlichen eine Berufslehre machen werden. Zum zweiten Themenbereich, zügige Energiewende. Wir sind der Meinung, dass wir die Energiewende nicht verdrängen können. Sie kommt, nicht wahr, Frau Bundesrätin? Also nutzen wir sie kraftvoll als unsere Chance. Was haben wir als CVP gemacht? Wir haben uns für erneuerbare Energien eingesetzt. Wir haben das Kompetenzzentrum für Energieeffizienz und erneuerbare Energie verlangt. Wir haben pragmatisch ein neues Energiegesetz unterstützt, das leider von der unheiligen Allianz von links und rechts an die Wand gefahren wurde. Was sind unsere Ziele für die Energie? Neue Arbeitsformen wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten fördern, dass weniger Verkehr in der Rush-Hour anfällt. Wir wollen auch neue Mobilitätslösungen wie Carsharing, Park and Ride, Park and Pool. Aber wir wollen auch neue Schubkraft für einen Durchgangstiefbahnhof und die ÖV-Optimierung. Wir wollen viel mehr Energieeffizienz, hier vor allem viel mehr wärmetechnische Sanierungen vom Gebäudepark. Wir wollen den 2. Anlauf vom Energiegesetz und schließlich einen fairen Richtplan für die Stadt und fürs Land. Gesunde KMU als 3. Themenbereich. Für das Thema haben wir uns entschieden, weil Luzern ein KMU-Kanton ist. Dazu müssen wir Sorge haben und gute Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Was haben wir als CVP in den letzten 4 Jahren erreicht? Die Berufslehre haben wir weiter gestärkt. Die Energiewende haben wir als Chance für KMU, für Gewerbler positioniert. In der Landwirtschaft eine bessere Koordination der Kontrolle und Entscheid verlangt. Was wollen wir in der KMU-Politik? Luzerner Löhne in Luzern ausgeben und damit die Binnenwirtschaft stärken. Modell fördern, um das Potenzial der älteren und einheimischen Arbeitskraft zu nutzen. Eine Feinjustierung beim Steuergesetz und eine Investitionspolitik für Stadt und für Land. Sie sehen, meine Damen und Herren, die CVP weiss, was sie will. Wir haben unsere Identität als Partei, als Kraft für den Mittelstand und für die Familie. Dafür haben wir 3 Themen festgelegt, wo wir Leistungsausweis und Zukunftsideen haben. Eben gute Bildung, zügige Energiewende und gesunde KMU. Mit diesen Themen ziehen wir in den Wahlkampf. Mit diesen Themen sind wir für den Luzerner Mittelstand, für die Luzerner Familie, ein verlässlicher Partner. Um aus der Kraft der Mitte den Kanton Luzern von morgen zu bauen. Meine Damen und Herren, Sie spüren, die CVP Kanton Luzern ist sehr gut aufgestellt, in einer Topform und bestens vorbereitet für einen Wahlkampf. Mit 100 Kandidatinnen und Kandidaten, mit 2 Top-Regierungsräten, mit dem Profil als Partei für den Mittelstand für die Familie, mit den Themenschwerpunkt Bildung, Energie und KMU und mit einer starken Kampagne, mit einem starken Auftritt. Das alles, liebe CVP-Familie, ist auf etwas ausgelegt, was Sie von mir schon etwa gehört haben. Mehr Orange braucht der Kanton Luzern und mehr Orange braucht auch die Schweiz. Denn die CVP ist die echte Volkspartei, weil sie alle Kreise einbeziehen, so wie das der Schweizer Mentalität entspricht. Die CVP ist die Macherin, Pol links und rechts, führe die Wand, Position in der Mitte, führe die Zukunft. Wir haben beste Chancen, meine Damen und Herren, als selbstbewusste, starke, zukunftsorientierte Partei am 29. März den Wähleranteil nicht nur zu halten, sondern zu steigern. Diese Chance steht gut, wenn wir alle kommen, aber wir alle kommen nicht ums A und das O herum, nämlich das Mobilisieren, Mobilisieren, Mobilisieren. Ja, das gefällt mir. Und damit übergebe ich jetzt das Wort unserer Frau Bundesrätin für ihr Referat.
Schweiz, wohin? Ich danke vielmals. Ja, Herr Präsident, Herr Regierungsrat, Damen und Herren Nationalrat, geschätzte Kandidatinnen und Kandidaten, sehr verehrte Damen und Herren. Ich habe natürlich gedacht, in Luzern werde nach der Fasnacht heute immer noch so ein bisschen Katerstimmung gewesen, aber nichts ist. Ich sehe, Sie sind alle fit und wieder voller Elan und haben die Fasnacht so damit gut überstanden. Und es ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt, um ins politische Wahljahr zu steigen, und die Begegnung vorher mit Ihren Kandidatinnen und Kandidaten hat mir gezeigt, dass man hier in der CVP Luzern bestens gewappnet ist. Aus allen Schichten, Generationen hat es motivierte Leute, die sagen, ich will etwas machen, ich will etwas leisten für das Land, für die Gesellschaft. Und ich glaube, Probleme haben wir nicht gerade wenig. Wir sind froh um gute Leute mit guten Ideen, die uns helfen bei den Herausforderungen. Ich habe eigentlich noch ein bisschen so Ende Jahr gedacht, in diesem Wahljahr wird es nicht um ganz grosse Probleme gehen. Das grösste ist wahrscheinlich die Europapolitik, respektive die Umsetzung von dieser Masseneinwanderungsinitiative. Und jetzt hat ein Entscheid von der Nationalbank hat doch das Feld ziemlich geändert. Und es zeigt einem, wie halt äussere Faktoren, die man nicht immer planen kann, ein Land könnte vor ganz neue andere Herausforderungen stellen. Wir haben lange Jahre gedacht, dass wir auf einem friedlichen Kontinent leben. Jetzt ist mit dem Ukraine-Russland-Konflikt ein Krieg doch ziemlich nah schon an unsere Grenzen gekommen. Wir haben gedacht, wenn wir mit Entwicklungszusammenarbeit schauen, mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, dass wir auch den Mittelmeerraum ein bisschen friedlich behalten können. Leider ist das bis heute weder im Irak, noch in Syrien, noch in Ägypten gelungen. Wir haben an sich so viele Konflikte auf dieser Welt wie seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr. Und all das ist eben nicht ohne Folgen für die Schweiz. Wir können es noch so gut machen, wir können noch so meinen, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, da passiert irgendetwas und wir sind von dem betroffen. Der Entscheid von der Nationalbank ist auch eine Folge von all diesen Konflikten, von Unsicherheit, wo vermögende Leute und Unternehmen ihr Geld halt in die Schweiz transportiert haben, wo da immer teurer geworden ist für den Schweizer Frankenkurs. Und das entsprechend, wenn man sieht, dass die Europäische Union nach wie vor nicht unbedingt wirtschaftlich zuleitet, sondern zwar nicht mehr in einer Rezession ist, aber immer noch mit einem kleinen Wachstum, dann muss man irgendeinmal sagen, jetzt können wir nicht mehr pro Tag eine Milliarde zur Stützung der Währung einfließen lassen, sondern wir müssen andere Mittel finden. Das ist jetzt so passiert und wir sind alle gefordert, jetzt in den betroffenen Unternehmen, in den Branchen, wo mehr geschüttelt werden als andere, im Tourismus, können zu helfen. Und Bund und Kantone sind in solchen Situationen natürlich auch immer gefordert, weil in der Regel die Einnahmen zusammenbrechen. Das ist eine schwierige Situation, aber sie ist lösbar. Ich bin ja auch schon 08, 09, als wir diese Krise hatten, mit den Hypothekarschulden, mit den Banken, Mitglied im Bundesrat, hat den Wirtschaftsausschuss damals geleitet. Und da haben wir eigentlich auch sehr viele Schlagzeilen gehabt. Jetzt kommt die Rezession, es ist ganz schlimm. Und was ist schlussendlich passiert? Die Schweiz ist aus selber einer Krise rausgekommen, gestärkt wie nie zuvor. Mit neuen Ideen, mit neuem Power. Man hat sehr viel an Innovationen weitergebracht. Unsere Unternehmen haben äußerst geschickt agiert und haben gezeigt, eine schwierige Situation geht einem immer wieder zu denken, was könnte man noch besser machen, was können wir optimieren. Ich will nichts beschönigen. Es wird ein paar Unternehmen recht durchschütteln. Und das wird auch auf unser Wachstum, auf die Arbeitslosigkeit nicht spurlos vorbeigehen. Aber mit guter Zusammenarbeit,
mit langfristig konzipierten Massnahmen können wir auch hier arbeiten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig darum, für die CVP, dass sie jetzt nicht zu denen gehört, die nur kritisiert oder hunderte von Massnahmen fordert, sondern sehr überlegt Massnahmen trifft, die wir auch in 2, 3, 4, 5 Jahren brauchen können, die die Schweiz insgesamt stärken und die jetzt nicht Zöckerli sind für eine kurze Zeit, Pflasterli und nicht wirklich wirken, auch im Sinne einer nachhaltigen Massnahme. Da sind wir alle gefordert und ich bin überzeugt, gerade die CVP wird da wichtige Beiträge leisten in dieser kommenden Situation. Wir haben ja vor einem Jahr die Masseneinwanderung und die allgemeine Situation, dass viele Schweizerinnen und Schweizer, auch CVPler, gefunden haben, es langt dann etwa mit dieser Zuwanderung. Wir wollen ein bisschen weniger und wir wollen ein bisschen mehr steuern. Gut. Jetzt ist das Wachstum wahrscheinlich ein bisschen schlechter, jetzt kommt da wahrscheinlich. Aber wenn es einem dann selber trifft, ist man natürlich dann wieder weniger froh. Wir haben trotzdem eine Hausaufgabe zu machen, weil dass wir ein attraktives Land sind und bleiben, da hofft ja jeder von uns. Ich will nicht ein Armutsland werden. Keiner von uns will auch sagen, also in der Schweiz wollen wir gar nie reisen, noch arbeiten, noch wohnen. Wir wollen attraktiv bleiben. Wir wollen eines der besten Länder bleiben auf dieser Welt mit einer hohen Lebensqualität. Wir bleiben darum attraktiv. Und dass wir gleichzeitig unsere Jungen auf die Bereiche einarbeiten, wo wir jetzt vor allem auch aus dem Ostland Leute rekrutiert haben, müssen wir die Zeit nutzen, um die Fachkräfte, die fehlen, hinzubilden. Ihr habt mit dem Regierungsrat den Bildungsdirektor, wo ihr auch auf Kantons-, auf Gemeindesebene, ja in den Familien etwas beitragen könnt. Einer von meinen Brüdern ist Polier. Auf dem Bau suchen sie dort mal Schweizer Maurer, Schweizer, die in diesem Bereich eine Lehre machen. Das ist ein toller Beruf. Eine Schweizer Equipe, die sind Berufsweltmeisterschaften geworden als Bauequipe. Die muss man viel mehr schätzen. Die machen extrem viel spannende Arbeit. Da braucht es auch sehr viel an Innovationen. Da müssen wir schauen, dass wir wieder eigene Leute, einheimische Arbeitskräfte, in diesen Beruf hineinbringen. Pflegebereich. Der Guido Graf könnte auch ein Lied singen, oder? Wir haben in den letzten Jahren hier schon gesehen, dass wir viel mehr ältere Leute haben im Land, dass wir für die sorgen müssen und dass wir entsprechend Pflegepersonal brauchen. Wir brauchen aber nicht alle Leute mit einer Masterausbildung, die eine Matur vorher gemacht haben. Wir müssen auch hier schauen, dass es von einer zweijährigen Ausbildung bis zu der akademischen Ausbildung die ganze Kette gibt, dass man hier auch Ausbildungsplätze findet, und dass das ein attraktiver, spannender Beruf ist. Uns werden bis ins Jahr 2020 etwa 4'000-5'000 Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz fehlen. Wieso ist der Lehrerberuf nicht mehr, oder für viele nicht mehr ein Wunschberuf? Ich suche Piloten. Das ist auch so ein Beruf. In meiner Jugend wollte jeder Bub Pilot werden. Heute haben sie sehr oft, ist da zu mühsam, gut dauert zu lang. Wir suchen Piloten, die einen Schweizer passen oder mindestens in der Schweiz wohnen. Wir hätten ganz viele Möglichkeiten, wo wir selber könnten, jetzt die Ausbildungen bereitstellen, den Jungen die Berufe wieder schmackhaft machen. Wir wissen genau, wo es diese Mangellage wird geben. Und das ist jetzt eine Aufgabe, vielleicht auch, statt nur kritisieren und jammern, zu überlegen, wie bringen wir da hin, in der Familie fängt es an, in der Schule geht es weiter und dann müssen wir mit den Organisationen der Arbeitswelt die Berufe können so attraktivieren, dass wir da eben die Mangellage nicht haben, dass wir viele Fachkräfte in der Schweiz finden und dann haben wir auch wieder eine gute Balance von Rekrutierung aus dem Ausland, die es halt weiterhin wir brauchen, wenn man wächst, aber auch, dass man da einheimisches Potenzial findet. Ihr beiden Regierungsräte sind in deiner Pole Position und ich weiss, die können die Probleme und die Felder sehr gut setzen sich ein
Und ich glaube darum, das ist auch immer wieder eine Möglichkeit, um da jetzt können, über die Bücher und schauen, zusammen mit den Unternehmen, wie können wir das hinbringen. Und der Kanton Luzern ist ja mit der tiefen Arbeitslosenquote und mit einem sehr diversifizierten Ausbildungssystem ein Vorbild, was man noch nicht von allen Kantonen kann sagen. Aber da, glaube ich, liegt etwas drin und dann wird es auch helfen, bei einer nächsten Abstimmung, dass die Leute sagen, mal, jetzt hat sich da ein bisschen eingependelt, wir wollen attraktiv bleiben, wir haben nicht genügend Arbeitskräfte in allen Bereichen, die wir selber ausbilden können. Für da haben wir auch zu wenig Kinder. Und darum braucht es noch die Familieninitiative von der CVP. Und dann sind wir in ein paar Jahren wieder auf einem gesunden Niveau und auf einer Balance. Da, meine Damen und Herren, wird wichtig sein, dass wir auch weiterhin mit Europa ein gesundes Verhältnis werden da. Ein gesundes Verhältnis im Sinn, dass wir weiterhin mit unserem wichtigsten Handelspartner die Freizügigkeit, die bilateralen Eis aufrechterhalten. Weil all das ist nicht machbar, wenn wir im Februar 2017 keine Lösungen haben, wenn der Verfassungsartikel von dieser Initiative muss umgesetzt werden und wir nicht irgendwie eine vernünftige Lösung haben. Die CVP hat sich immer dafür eingesetzt, nicht wie die SP Mitglied werden von der EU und ebenso wenig wie die SVP zu sagen, wir brauchen die alle nicht, wir können da alles viel besser. Kooperation und Zusammenarbeit mit der Europäischen Union ist zentral für unsere KMU, für die Industrieunternehmen, die multinational tätig sind und eben auch schlussendlich, dass wir mit einem ähnlichen Werte- und Kulturvermögen können den europäischen Kontinent wettbewerbsfähig halten zu den USA, zu den asiatischen Blöcken, die sehr werden vorwärts machen. Die zwei Themen werden mit Sicherheit uns sehr beschäftigen. Und darum bin ich immer froh, wenn in der CVP gedacht wird, wenn man nicht einfach sagt, die einfachste Lösung ist die beste. Das sind viel zu komplexe Themen für einfache Lösungen. Da braucht es Konzepte, die in sich stimmen. Und da braucht es am Schluss den Rückhalt in der Bevölkerung, die sagt, mal, das ist ein guter Weg für die Zukunft von unserer Schweiz. Ich werde natürlich vor allem heute aber auch noch etwas sagen zu meinen Themen, weil Energie ist ja ein Thema, wo ihr auch als Kantonalpartei, wie wir es vom Präsidenten gehört haben, euch auf die Fahne geschrieben habt. Und das freut mich natürlich besonders. Und ich möchte eigentlich eingangs zuerst an Sie eine Frage stellen. Wer weiss, was ihr ausgegeben habt das letzte Jahr für Treibstoff, also Benzin oder Diesel, für Heizöl und für Strom? Die da wissen, sollen aufstrecken. Ja, habe ich gedacht. Sehen Sie, wie wenig. Alle von Ihnen wissen aber wahrscheinlich den Mietzins oder die Hypothek und vielleicht noch die Krankenkassenprämie. Und da fängt das Problem nämlich schon an, dass in der Regel die Leute zwar sagen, jo, Energie ist teuer, oder ich höre es jetzt von gewissen Verbänden oder Politikern, aber keiner weiss, von was man redet. Ich habe natürlich geschaut, was ihr hier in Wilisau 2015 zahlt. Wilisau ist also noch eine billig im Schnitt vom Kanton Luzern. Für den Strom zahlt ihr dieses Jahr für einen normalen Haushalt 17,71 Rappen pro Kilowattstunde. In der Stadt Luzern sind es 2 Rappen teurer. Kleine Distanz, aber Sie sehen, 2 Rappen macht da schon aus. Ich weiss jetzt nicht genau, was der Grund ist. Ich sehe die unterschiedlichen Zahlen, aber ich möchte jetzt ja nicht sagen, dass die einen da besser machen und die anderen schlechter. Aber es gibt heute eben gar keinen Wettbewerb. Die Wilisauer könnten jetzt nicht der Stadt Luzern sagen, komm zu uns, bei uns ist 2 Rappen billiger. Heute ist der Strommarkt nur für Grosskunden offen. Aber wir haben heute in der Schweiz bei den Strompreisen 40% Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten. Das ist noch verrückt für so ein Land, oder? Zweites Argument. Wenn wir über Energie reden, reden wir eben nicht nur über Strom, sondern zu Energie, wie es der Bundesrat geplant hat und jetzt in den Debatten ist, gehört von fossiler Energie wie Erdöl, wie Treibstoff, wie Gas, eben dann am Schluss auch noch der Strom. Wir geben pro Jahr
33 Milliarden Franken aus für Energie. Sind nämlich höhere Kosten. Wir geben mehr aus für, als die obligatorischen Gesundheitskosten. 33 Milliarden. Der Strom ist nur 10 Milliarden von diesem ganzen Paket. Und man vergisst immer ein bisschen bei Economie Suisse, dass man über Energie redet. Und die bundesrätliche Strategie setzt darum an, von dieser Energie, von diesen 33 Milliarden, tun wir 79% importieren aus dem Ausland. Für 20 Milliarden sind da in den letzten zwei Jahren Erdölprodukte gewesen, eben die ganzen Treibstoffe oder auch das Heizöl, wenn sie noch eine Ölheizung haben oder Öl braucht man zum Teil auch noch in der Industrie. 20 Milliarden fossile Energie importiert. Jetzt ist innerhalb einem Jahr hat sich der Ölpreis an der Börse halbiert. Wo wir die Strategie gemacht haben, sind wir bei $120 pro Barrel gewesen. Jetzt sind wir etwa bei 50. Da ist zum Beispiel der Schweizer Franken noch zusätzlicher Vorteil, weil der Wert ist in Dollar und mit dem starken Schweizer Franken können Sie jetzt günstiger einkaufen. Das heisst, der ganze Bereich der Erdölprodukte ist innerhalb einem Jahr mindestens 5 bis 6,5 Milliarden billiger geworden. Von dem redet man niemand, da verschweigt man gerne, aber das ist relativ viel Geld, das wir jetzt gespart haben. Nicht, weil wir selber besser geworden sind, sondern weil der Markt funktioniert hat. Das wird weitergehen, aber wir wissen nicht, wie lange. Da wird wieder raufgehen, wenn die Saudis wieder ein bisschen weniger produzieren, wenn sich die Krisenherde lösen. Und das zeigt eben, die Energiepreise sind heute sehr volatil. Wir haben nicht mehr wie vor 10 Jahren, 40 Jahren ist das mehr oder weniger stabil, sondern da verändert sich die ganze Zeit. Und darum, weil auf der ganzen Welt ein Energiehunger selbstverständlich da ist, weil viele Staaten werden jedes Jahr mehr Energie brauchen. Indien, wo die Leute auch einen Kühlschrank wollen, wo es auch Autos jedes Jahr mehr auf der Straße gibt. Überall wird der Energieverbrauch ansteigen. Die Schweiz wird ein importabhängiges Land bleiben. Und darum ist die Strategie Nummer 1 vom Bundesrat, statt 79% zu importieren, wenn wir da auf 60% runterbringen, weil das spart uns Geld. Rechnen können wir nämlich ziemlich gut zu Bern. Und das spart uns Geld, weil wir da nicht mehr importieren wollen, sondern weil wir da möglichst in der Schweiz oder eben durch effizientere Heizungen, Geräte, Auto einsparen können. Das ist Geld in ihren Portemonnaie. Darum ist der erste Pfeiler des Bundesrates auch effizienter werden, sei es jetzt bei den Gebäuden, sei es bei den Autos, sei es bei den Industrieprozessen, weil da alles eigentlich nur Auslagen sind, die wir auf der Zeitachse oben runterbringen können. Beim Strom ist alles ein bisschen anders. Beim Strom haben wir heute eine gute Eigenversorgung mit der Wasserkraft und der Kernkraft. Wir importieren den hier im Winter vor allem, je nach Heizgradtag. Aber hier haben wir selber eine hohe Eigenversorgung. Jetzt ist aber auch unsere eigene Versorgung unter Druck. Und zwar nicht wegen der Energiestrategie der Leuthard, sondern weil wir in Europa statt einer Stromlücke haben wir jetzt Überschüsse. Überschüsse, die so gross sind, dass viele, die Strom produzieren, müssen froh sein, wenn sie überhaupt den Strom noch einspeisen können und für da nicht noch zahlen müssen. Wir haben schon so Monate gehabt, wo wir müssen zahlen, dass du deinen Strom in Deutschland einspeisen durftest. Ist eine verrückte Situation, aber das ist jetzt so. Und da wird wahrscheinlich auch noch ein Zeitchen so weitergehen, weil in Europa die Wirtschaft nicht im gleichen Mass, wie man zugebaut hat, gewachsen ist, haben sie Überproduktionen. Strom im Überfluss. Und das ist natürlich für unsere Wasserkraft im Moment eine ganz schwierige Situation, dass dann du, wenn plötzlich der Strom sehr viel billiger ist, als du eigentlich in der Schweiz produzierst, dann kannst du im Ausland an diesen Börsen kannst du fast nicht mehr verkaufen. Und dann ist darum das Handelsgeschäft zusammengebrochen. Das betrifft zum Beispiel auch die CKW, oder, die im Kanton Luzern stark ist, als Tochter von der Axpo. Das Handelsgeschäft ist praktisch weggebrochen.
Und das ist für die natürlich eine ganz schwierige Situation, hat aber einfach nichts zu tun mit der Energiestrategie, sondern mit der Überschusssituation in Europa. Und gleichzeitig, weil die Amerikaner noch das Fracking betreiben, Gasvorkommen gefunden haben und jetzt Kohle verschippert, ist das noch ein zusätzlicher Faktor, der die Situation angeheizt hat. Meine Lehre aus dieser Situation ist eben auch darum gekommen, was passiert. Wenn ihr nochmal ein Kernkraftwerk bauen, ist keine Option. Heute wäre da viel zu teuer. Es würden viel höhere Kosten anfallen pro Kilowattstunde als bei den Erneuerbaren. Und gefährlich bleibt es ja. Und eine Lösung für die Entsorgung haben wir auch nach 50 Jahren immer noch nicht gefunden. Darum glaube ich, solange da nichts Gescheiteres kommt, das sicherer und günstig ist, fahren wir gut mit dem Entscheid. Jetzt bauen wir die erneuerbaren Energien in der Schweiz auf. Einheimische Investitionen, wo das Geld bei uns bleibt und wo wir aber auch eine Versorgung aufbauen können, wo wir wieder in einer möglichst unabhängigen Position sind. Das halte ich für strategisch für die Zukunft für unser Land. Und wir lassen es aber jedem EW frei. Das ist vielleicht auch ein erklärter Unterschied zwischen Wilisau und Luzern. Der eine die kauft ein bisschen mehr ein im Ausland, der andere kauft mehr ein hier auch vor Ort und dann macht er einen Mischpreis, den er ihnen dann als Energiekosten verkauft. Und das finde ich legitim und richtig. Da kann man natürlich ein bisschen schauen und ein bisschen vor- und nachgeben. Und darum sind die Energiekosten zum Teil auch unterschiedlich. Ich bin überzeugt, die meisten Schweizer wollen Schweizer Wasserkraft, Schweizer Biogas, Sonne und andere Energien wie Wind, die hier vorhanden ist. Am Schluss ist es ein bisschen eine Preisfrage. Wir haben darum gesagt, im Moment gibt es noch Unterschiede. Aber innerhalb von 7 Jahren sind zum Beispiel die Kosten für Photovoltaik 70% oben runtergekommen. Batterielösungen, weil wir müssen ja auch, das Ideale wäre, wenn man speichern kann, vom Sommer in den Winter oder von morgen Mittagsspitze in den Abend. Da sind auch Batteriekosten schon runtergekommen. Wir investieren in die Forschung und Entwicklung, als wir Speicherlösungen in ein paar Jahren haben. Alles, was sie in der Schweiz produzieren, ist teurer. Vom Hördöpfel zum Kopfsalat, zur Maschine, zur Kiste. Wir haben ein bisschen höhere Löhne und das wollen wir ja eben so. Und darum haben wir gesagt, das wollen wir ja nicht aufgeben und nur jetzt einfach uns orientieren am billigsten, sondern sagen, wir fördern noch ein paar Jahre die erneuerbaren Energien mit dieser KEF, bis sich die Preise von konventioneller Energie und von den erneuerbaren am Markt jemanden angenöchert haben. Dann können die Anlagen, der wird da gebaut, ohne dass wir vom Staat her fördern müssen. Das wird aber noch ein bisschen gehen. Jetzt in diesem Jahr zahlt der Haushalt darum 1 Rappen an die KEF. 1 Rappen, das ist für die meisten Haushalte im Jahr 45 bis 50 Franken. Dunkt mich eben darum noch vertretbar. Und wenn die mich hier an die FDP und die SVP abflummen, wie viele Milliarden an sich koste, dann können die einfach die Rechnung nicht. Wir haben das letzte Jahr 270 Millionen ausgegeben für die Förderung. Dieses Jahr ist es sicher 540 Millionen, aber wir geben nicht Milliarden aus. Und umgerechnet auf die Haushalte, wie gesagt, sind da 45, 50 Franken im Jahr. Ein Haushalt, ein normaler Haushalt, ich sage es Ihnen jetzt, im Kanton Luzern, gibt 930 Franken aus im Jahr für den Strom. Auch da in einem Haushalt nicht der grösste Kostenpunkt. Und darum meine ich mir, die Förderung, wenn wir dafür in der Schweiz die Investitionen auslösen können, das lohnt sich, das macht uns auch wieder ein Stück weit unabhängiger. Wir haben die saubere Energie und wir haben von Holz zu Biomasse, zu Sonne, zu Wind, haben wir auch hier ein Potenzial, das wir besser nutzen können. Da wird mit Sicherheit noch viel zu reden geben und ich gehe davon aus, dass Sie auch darüber da abstimmen dürfen. Und ich bin überzeugt, das ist eine gute Strategie. Wir sind weit, weit weg von deutschen Verhältnis. Dort zahlt nämlich ein Haushalt nicht wie bei uns 20 Rappen pro Kilowattstunde, sondern 30 Rappen. 30 Cent.
Also von dort muss ich immer sagen, die sagen mir bei deutschen Verhältnissen auch hier, die sollten zuerst mal Zahlen anschauen. Wir haben nach wie vor auch im europäischen Kontext günstigen Strom. Für euch noch im Kanton Luzern hat es eine Spezialität, weil ihr habt ein paar sehr stromintensive Unternehmen. Papierfabriken, Stahlfabriken. Und dass die klönen über jeden halben Rappen oder Rappen, der da teurer wird, das verstehe ich voll und ganz. Weil für die ist da in ihrer Betriebsrechnung ein grosser Kostenpunkt. Und darum haben wir mit dem Parlament auch gesagt, Grossverbraucher, die sollen befreit sein von dieser KEF, von dieser Förderabgabe. Und die kommen darum von meinem Departement auch jedes Jahr die Belastungen rückerstattet über, dass sie kompetitiv bleiben mit ihrer Konkurrenz. Auch da wollen wir so weiter treiben, weil da will ja niemand, dass es in der Schweiz nur noch Banken und Versicherungen gibt und die Industrie eigentlich wegen hohen Preisen dislozieren. Das ist der Plan. Das Ganze wird vor 2017, 2018, denke ich, nicht in Kraft kommen. Aber wir haben ja auch Zeit. Wir müssen nicht von heute auf morgen die Kernkraftwerke ersetzen. Mindestens wenn es nach dem Bundesrat und nach dem Nationalrat geht, tun wir die wir heute haben, so lange betreiben, wie es sicher sind. Nochmal etwas auch dazu, der Prüf. Das Ganze können wir nämlich nur umsetzen, wenn wir auch Fachleute haben. Energieberater, solche, die wissen, wie ist ihre Liegenschaft? Ist die schlecht isoliert oder wo brauchen sie da viel zu viel Strom? Ist ihre Heizung richtig eingestellt? Mein Mann hat gerade das Wochenende, unsere Heizung ist kaputt und er hat gemeint, er könnte das selber flicken. Und hat dann gemerkt, erstens mal ist sie falsch eingestellt gewesen, aber da braucht es einen Fachmann, da muss man jemanden haben, der einem da einstellt. Und so wissen wir, in vielen Haushalten hat man überdimensionierte Boiler und falsch eingestellte Heizungen. Nur da ab und zu zu machen, würde Geld sparen. Jeder von uns kann einen Beitrag leisten, Pneu beim Auto aufpumpen. Das ist 20% weniger Benzin, auch wenn es jetzt billig ist, gehen Sie gleich schauen. Und eben sehr viel auch mit Gerät kann man daheim, kann jeder machen, um seinen Energieverbrauch einigermaßen ins Lot zu bringen. Weil die ganze Welt mehr Energie braucht, sind wir im Bundesrat auch überzeugt, das ist für die Schweiz eine Chance für die Wirtschaft. Wir haben immer Effizienz, neue Technologien, sind unsere Unternehmen immer top gewesen. Man hat immer getüftelt, wie kann man eine Maschine noch schneller betreiben, wie kann man noch besser produzieren mit gleich vielen Ressourcen. Wie kann man, nur schon, schauen Sie nur schon mal beim WC, was hier alles abläuft. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber da verbrauche ich mir sehr viel Energie. Der Boiler, der die ganze Zeit aufheizt, obwohl sie nur am Morgen duscht. Das ist ein kleines Beispiel, aber das sind schlussendlich Technologiefragen. Und wir alle sind ja ein bisschen bequem. Wir tun jetzt nicht freiwillig mit 18 Grad duschen, oder? Auch nicht. Es ist ja schön zu duschen. Also muss einem da eine Maschine ein bisschen machen. Und dafür da braucht es Technik. Und darum sind da auch Chancen für Schweizer Unternehmen, in diesem Wachstumsmarkt weltweit können, sich eine Scheibe abzuschneiden. Und hier aufwarten mit guten Lösungen für die Zukunft. Meine Damen und Herren, ich möchte auch noch zum Schluss vielleicht noch etwas zum Verkehr sagen, weil da für den Kanton Luzern in den nächsten Jahren auch ein wichtiges Thema wird sein. Ich weiss ja, euer Tiefbahnhof und der Bypass, das sind eure Paradebeispiele. Die Regierungsräte bei jeder Begegnung tun es einem da unter Jubeln und sie haben auch recht, ihr seid in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen. Im Moment haben wir sehr viele Investitionen, Strassen- und Bahnseitig in der Westschweiz. Wir haben viel gehabt in Zürich, immer noch im Raum Zürich-Winterthur, jetzt ein bisschen fortgesetzt. Und die Innerschweiz war nicht bei denen, die genügend gemessen am Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum zum Zug gekommen ist. Das wissen wir. Und das ist ja so. Und darum haben wir bei den Bahnprojekten schon beim Ausbauschritt 2030 einige Verbesserungen drin.
Und ich hoffe sehr, dass es gelingt, mit dem Tiefbahnhof und einfach von den Lösungen, wie tut man den S-Bahn, Tagloverkehr abholen, außerhalb vom Zentrum. Da gibt es einfach noch ein paar Knöpfe. Von der Projektierung her ist eine hochkomplexe Situation, dass wir auch so weit kommen und dann im nächsten Ausbauschritt das Projekt wirklich loslassen können. Vielleicht muss man halt auch etappenweise vorgehen, weil so lange warten, bis ein immenses Projekt pfannenfertig ist, da braucht viel Fuß. Ich denke, mit dem Bypass seien wir schneller, aber jetzt gibt es hier natürlich auch Widerstand. Ich habe im Conny Grab schon gesagt, ausgerechnet zu Kriens, wo du wohnst, hat es Einsprachen, jetzt musst du ein bisschen schauen. Und das ist halt auch etwas von unserem Rechtsstaat. Wir können noch so viel Geld in der Bahn oder in der Strassenkasse haben. Wenn es Einsprachen gibt, wo sie dann 6-7 Jahre an dem Gericht sind, dann können wir mit dem Bagger nicht auffahren. Wir haben heute bei den Bauprojekten, und da vielleicht etwas, wo man eben auch etwas dazu beitragen kann, aus der Krise von 2008, wo das Parlament auch Kredite freigegeben hat, dass man ein bisschen schneller bauen könnte, haben wir bis heute Rechtshändel am Bundesgericht. Nach 7 Jahren noch. An dem krankt unsere Gesellschaft eben auch ein bisschen. Und ich meinte, gerade bei vielen Projekten in den Gemeinden, auf Kantons- und auf Bundesebene, mit ein bisschen Reden miteinander, manchmal ein Fünfilograd sein, könnte man viele Rechtshändel lösen, vergleichen, und dann hat man nicht so manches Jahr von einem Projekt, bis wir dann mit dem Bagger losfahren können. Das schlimmste Beispiel ist leider in meinem Kanton, wegen einer Hochstromleitung in der Gemeinde Rheinicke. Da sind wir jetzt im Jahr 35 und es ist immer noch nichts passiert. Wir sind immer noch am Streiten, oder? Und wenn Sie Infrastrukturen planen, Strassen, Schienen, Stromnetz, und Sie müssen mit Zeithorizonten rechnen von 15 Jahren im Schnitt, von der Planung bis der Bagger auffährt, dann sind da natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, wo da eine Regierung befiehlt und in einem Monat passiert, dann tut uns da was zurückwerfen in der Standortqualität. Und darum glaube ich auch da, wenn eine Gesellschaft funktioniert, wenn man redet miteinander, wenn die Behörden, die Politik mit der Bevölkerung auch ein Vertrauensverhältnis hat, dann sollte man da arbeiten, um auch bei diesen vielen Projekten, die ja für die Zukunft sind, für die nächsten Generationen, dass wir da ein bisschen schneller vorwärts kommen und die Schweiz auch für die Zukunft fit machen können, mit gut ausgebildeten Leuten, mit modernen Infrastrukturen und eben mit einem guten Geist. Wir sind gut, wir können uns verteidigen, auch gegen neu aufstrebende Nationen auf dem Globus. Alles Gute der CVP Luzern für euren Wahlkampf. Unterstützt die Kandidatinnen und Kandidaten kräftig. Und dann freut es mich, wenn ihr weiterhin so eine Fahnenträger sind von der CVP Schweiz. Alles Gute, danke. Liebe Gäste, das ist noch nicht der Schlussapplaus. Doris Leut hat gesagt, sie bleibe noch schnell. Als ich jetzt aber gehört, dass daheim die Heizung kaputt ist, dann hat das wahrscheinlich den Grund, dass du in der warmen Saal bist. Ich muss auf Bern, weisst du. Ah, okay. Dann muss in der kalten Wohnung sein. Also, meine Damen und Herren, Sie haben jetzt gesehen und gehört, Bundesratstätigkeit ist weit mehr als ein Bundesratsfoto, das thematisiert wird in der Öffentlichkeit, wo man meint, das sei eigentlich das Wichtigste im Land. Das ist es aber nicht, sondern Bundesrat sie ist knallharte Arbeit. Sie ist heute Morgen ganz früh aufgestanden, hat den ganzen Tag Kommissionssitzung gehabt, steht uns jetzt noch im Referat auch noch für Fragen zur Verfügung und geht nachher retour. Und ich nehme an, morgen früh geht das wieder weiter. Jetzt, meine Damen und Herren, das ist die Gelegenheit. Die Gelegenheit, die nächsten 15 Minuten kurze, präzise Fragen zu stellen. Frau Bundesrätin Leuthard ist flexibel. Sie können fast alles fragen. Bitte kurz, präzise, so dass sie auch eine Antwort geben kann. Es hat zwei Zahlmikrofone. Eins ist dort hinten beim Joschko Pekkas und eins ist beim Franz Hugener, würde ich sagen. Irgendjemand auf dieser Seite. Und dann hören alle etwas von ihren Fragen.
Dem darf ich als erstes das Wort geben. Für eine kurze, präzise Frage. Ja, nein, das kann nicht sein. Dort hinten, jetzt sehe ich natürlich die Leute nicht, das blendet so. Dann sie einfach fragen. Bitte schnell Namen und Vornamen sagen. Barbara Kopp. Ich habe das Problem, wenn ich jetzt an die Windkraftwerke denke und auch an die Wasserkraftwerke, die im Zusammenhang mit der Energiewende bei uns gebaut werden, dass unsere Landschaft hier könnte verschandelt werden. Was gedenkt das Departement Leuthard dort vorzukehren, dass das nicht passiert? Also konkret, wie können wir mit dem umgehen? Das ist eine berechtigte Frage, die Sie stellen. Sie betrifft vor allem aber Kantone. Wir haben gesagt, wir sollten jetzt in den kantonalen Richtplänen, also wo wir eigentlich eine Vorstellung von den Regierungen entwickeln, was findet wo statt, eben auch die Energieanlagen planen. Wir wissen von unseren Experten her, wo hat es genug Wind und wo lohnt sich da nicht. Wir wissen, wo hat es Gewässer, wo man noch nutzen kann und wo lohnt sich da nicht. Dann wäre der Eingriff in die Landschaft oder in ein Gewässer zu gross. Die Daten sind da. Es gibt Kantone, die darum jetzt auch schon so eine Karte entwickelt haben, wo sie vorgesehen, das könnte die Windanlagen und wo es noch könnte Wasseranlagen geben. Und der Rest bleibt so, wie es ist. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, dass man sich einigt in einem Prozess, auch mit der Bevölkerung, auch mit den NGOs, zum sagen, da lassen wir die Bäche sein und da machen wir es und nicht auf jedem Hügel eine Windanlage wünschen. Das wollen wir nicht. Wir wollen lieber an den Orten, wo es sich lohnt, konzentriert und den Rest in der Landschaft so lassen. Und das ist der Weg, den wir mit den Kantonen gehen wollen. Und ich glaube, da haben wir auch eine gute Balance zwischen den Interessen an Natur- und Landschaftsschutz und den Interessen von Energiegewinnung. Wenn sie da nicht wollen oder wenn dann alle Projekte eben wieder bekämpft werden, dann haben sie natürlich nur entweder mehr Importe aus dem EU-Raum und dann haben sie Waime-Importe natürlich Kernenergie, Kohle und Gas. Das ist vielleicht nicht so ganz ehrlich, oder? Wenn man sagt, ja, wir importieren das einfach. Und dann sind sie natürlich ein Stück weit wieder ein bisschen mehr auslandabhängig. Da wird die Gesellschaft müssen entscheiden, ob sie A und B sagt, oder ob sie sagt, keine Energie wollen wir nicht mehr, aber ja, nicht auch irgendwo in der Nähe Windanlagen. Und wenn sie die, die wir haben, mal anschauen, die sind zum Teil wunderschön. Es gibt ganz moderne, neue Anlagen von Propeller. Da gibt es sogar unterschiedliche Designs, wie von den Hochmasten, von den Strommasten. Da bemüht man sich auch, dass das ästhetisch einigermaßen gut aussieht für die Bevölkerung. Danke. Nächste Frage bitte. Das ist ganz hinten, Franz. Jawohl. Guten Abend miteinander, mein Name ist Friska Wismer. Ich habe eine Frage, die in eine ganz ähnliche Richtung geht, aber halt gleich von einer anderen Seite. Also wir zum Beispiel, wir wohnen in so einem Gebiet, wo man weiss, es hat viel Wind und unsere Familie will eigentlich auf unserem Bauernhof, wir sind dran, so eine Windanlage anzuschauen und zu planen. Sie haben vorher gut aufgezeigt, wie man die finanzielle Situation versucht aufzufangen, wie mit dem KEF-Gelder auch gesprochen werden. Meine Erfahrung ist aber, dass der Hund ein bisschen an einem anderen Ort begraben ist. Also wir haben es vorher gehört, das fängt beim Naturschutz, beim Fledermausschutz, beim Vogelschutz an und hört irgendwo beim Batzel und bei der Sky Guide auf. Und jetzt habe ich ganze Haufen in der Mitte, habe ich rausgelassen. Also es hängt viel mit dem Gesetzgeber auch zusammen. Sehen Sie eine Möglichkeit vom Bundesrat her, dass man eben die Gesetze auch, ich sage jetzt für Private, die irgendetwas in diese Richtung machen wollen, dass dort der Schritt vorwärts geht und einem nicht den Fuß ausgeht, bevor man überhaupt angefangen hat. Ja, da haben Sie meine Unterstützung, aber die Umsetzung ist schwierig. Für eine Windanlage brauchen Sie 40 Bewilligungen. Ist dann am Schluss eine vom Kanton? Meistens aber, Sie haben recht. Ihr habt ja bei euch noch die Vogelwarte Sempach. Die sind ziemlich agil, wenn es um den Vogelschutz geht.
Und natürlich, wir wollen ja auch zu den Tieren Rücksicht nehmen. Auch da ist ein legitimes Interesse. Aber eben, es braucht von allen eine Bewilligung. Wir haben jetzt auf Ebene Bund gemacht, dass sie nur beim Bundesamt für Energie ein Gesuch stellen müssen. Und dann organisieren wir uns intern selber. Organisieren. Und wir haben den Kantonen empfohlen, mache doch das Gleiche, dass, statt dass ihr Bürger von Amt zu Amt zu Amt schickt, dass ihr irgendwie einen One-Stop-Shop oder einfach einen Eingang habt und dann könnt ihr euch selber intern organisieren. Und dann wird einiges ein bisschen leichter. Aber Bewilligung, also die Bewilligung ist am Schluss gleich noch nötig. Also ich kann Ihnen nicht sagen, das ist jetzt alles keine Rolle mehr. Da muss schon auch nach den Verordnungen und der Gesetzgebung in der Ordnung sein, aber ich bin immer froh, wenn es auch Beispiele gibt, wo wir erleichtern können. Was wir schon hergebracht haben, zum Beispiel, das habe ich auch von einer Veranstaltung, darum komme ich wirklich immer gerne, das war eben eine Familie, die haben ein Solardach gemacht und da ist der Brandschutz gekommen und ihr Architekt war in Zürich und sie waren im Kanton Bern und der Kanton Bern hat eine andere Höhe von diesen Solarpanels als Zürcher. Und der Zürcher Architekt hat natürlich Zürcher Vorschriften gemacht und die müssen das ganze Dach wieder abmontiert. Und dann habe ich dann wirklich selber dieser Gemeinde geschrieben und gesagt, also so mache ich dann genau die Leute verrückt, das kann ja nicht sein. Und dann hat er ja schon bei der Bewilligung sonst können merken oder den Leuten sagen, passe ich hier auf. Oder? Und jetzt versuche ich mir, dass in der ganzen Schweiz die Brandschutz, die Vorschriften gleich hoch sind, weil ich glaube, das Feuer in Zürich und in Luzern und in Bern brennt überall etwa gleich. Oder? Aber das ist halt schon Schweizer Perfektionismus. Und ich nehme da meine Leute nicht, das wollen alle perfekt sein, oder in der Verwaltung. Wir haben viele gute Leute, aber das sind alles manchmal Perfektionisten, oder? Und da ein bisschen gesunder Menschenverstand. Auf dahin müssen wir auch arbeiten, oder? Dass man auch wieder den Mut hat, so, das ist ein gutes Projekt, ich entscheide da. Und dann müssen sie halt mit den Nachbarn früh reden, dass die einverstanden sind. Dann haben sie schon die halbe Miete für ihr Projekt. So, Frau Bundesrätin. Mein Name ist Priska Galliker. Ich habe noch ein Thema, das bis jetzt nicht angesprochen worden ist, Geothermie. Bei uns im Sorental ein ziemlich umstrittenes Thema. Es ist ein emotionales Thema. Wie seht ihr das aus eurem Departement? Wir haben Geothermie-Potenzial. Ich wäre sehr froh, wir hätten das Projekt, das fliegt. Weil wenn wir natürlich die Erdwärme könnten nutzen, nicht nur für die Wärmepumpen, sondern eben auch tiefe Geothermie für unsere Wärme und zum Teil auch für die Stromerzeugung, wäre da fantastisch. Wir haben darum auch in dieser Vorlage eine Verstärkung der Bürgschaften im Bereich Geothermie, weil die Bohrungen sind ja sehr teuer und sind ein Risiko. Und darum können sie das bei uns quasi wie versichern mit einer Bürgschaft, die dann auch über die KEF finanziert wird. Ich glaube, wir haben sehr ja das St. Galler Projekt unterstützt. Das ist sehr weit gekommen und es ist immer noch möglich, dass die am Schluss dann vielleicht nicht Wärme, aber Gas verkaufen können. Es hat halt das Risiko, weil wir können den Untergrund in der Schweiz nicht gut. Und der Kanton Luzern, da darf ich rühmen, hat als erster Kanton in der Schweiz ein Gesetz über den Untergrund verabschiedet im Grossen Rat. Das ist vorbildlich jetzt für viele Kantone. Und das ist eigentlich eine gute Basis für einen Investor. Und das finanzielle Risiko, da kann man bei uns ein bisschen abdämpfen. Aber sie müssen die ganze Gemeinde an, die dahinter steht, weil, ja, ich glaube, da muss man dann wirklich sagen, wir versuchen es. Und wenn es gelingen würde, dann wäre die Gemeinde ziemlich schnell reich und könnte eine grosse Region versorgen. Aber es ist ein Risiko. Wir glauben daran, dass so Projekte können auch in der Schweiz erfolgreich sein. Im süddeutschen Raum zum Beispiel haben sie sehr viele Geothermie-Projekte, die rentabel sind und die eine gute Leistung bringen im Bereich der Wärme. Also nicht locker lassen, aber gute Fachleute haben, die einem da, eben die Bohrungen sind einfach äußerst heikel, da muss man wirklich Experten beiziehen. Also, wir möchten noch drei Fragen. Eine ist der Kari Wiegert, eine ist der Sandy Gisler und dann, ja, ganz hinten. Hier kommt dann auch noch. Josko, wenn Kari Wiegert, bitte. Irgendjemand da zwischendrin. Oh, vier Fragen. Gut.
Ich bin Markus Studer und ich möchte gerne eine Frage stellen zu der Biomassennutzung. Ich bin Mitinitiant von dieser Motion, die der Lustenberger eingereicht hat. Und ich habe dort der Ständeratssitzung gesehen. Und ich habe dort euch gehört, wir dürfen testen. Und das ist ein frommer Wunsch von mir, weil wir haben im Kanton wie vom Bund eigentlich immer Zusagen bekommen, dass wir dürfen. Aber wenn wir das richtig machen mit den Grundlagen, den Bewilligungen, dann kommen wir nicht durch. Weil Biomasse, die privat ist, gehört in die Kirchenverbrennungsanlage. Und Biomasse, die von Landwirt ist, gehört aufs Feld. Und immer an dem werden wir gemessen und wir kommen nicht weiter. Jetzt wäre mein Vorschlag, es pfeift, aber darum habe ich das Gefühl, ich möchte es ein bisschen anfangen. jetzt wäre eigentlich mein Vorschlag, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass man ein Gefäß bilden könnte, wo man eine Art, nicht eine Rechtsfreiheit hat, aber ein spezielles Recht, wo man ganz klar geprüft wird, was für Abgas tut man erzeugen, was für Heizwert hat man und was für Rückstände, also heisst das, Asche hat man. Dass wir das belegen können, weil privat haben wir das alles zusammen belegt und nachdem wir das vorgebracht haben, hat es geheissen, nützt nichts, wir haben es nicht selber initiiert. Also wir sind da in einer richtigen Rabattsituation und ich möchte vorwärts machen. Ja, also die Motion Lustenberger, das ist jetzt ein Auftrag, den ich gefasst habe, um da genauer anzuschauen und studieren. Ich weiss, meine Service sind recht, kenne jetzt natürlich ihre Anlage nicht, ihr Vorhaben. Aber uns ist sehr bewusst, da gibt es natürlich viele Umweltvorschriften, auch aus der Landwirtschaft heraus, die da als Hindernis zum Teil wirken. Aber wir sind dran, zum Schauen. Und ich verspreche Ihnen nicht, dass Ihre Anlage wird gehen, aber dass wir dieses Jahr mindestens können sagen in der Analyse, was ist möglich, wo können wir noch verbessern, dass es vereinfacht geht, so eine Anlage zu installieren. Kari Wiegert. Kari Wiegert, Präsident vom Hauseigentümerverband vom Kanton Luzern. Frau Bundesrätin, Sie haben richtig gesagt, man sollte reden miteinander. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, es reden die fordern und die am Schluss die Rechnung zahlen, die kommen immer ein bisschen hinten rein. Und ich bin der Meinung, wenn man die vorher würde ins Boot holen, wäre deutlich mehr rauszuholen, weil auch die zahlen, denken fortschrittlich und sind bereit, für Lösungen Hand zu bieten. Aber man muss sie einladen zum Gespräch. Ich weiss jetzt nicht, wer Sie meinen. Also, der Hauseigentümerverband ist regelmässig bei mir. Er ist beim Gebäudeprogramm sehr dafür. Nur dann, wenn es ums Zahlen geht, wird er natürlich auch nicht dabei sein. Ich weiss noch nicht, was Sie im Moment am Schluss sagen zu der Energiestrategie. Sie sind im Moment kritisch. Aber ich glaube, mit uns kann man immer reden. Aber es gibt bei den Gebäudeprogrammen natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie das umgesetzt werden soll. Ich glaube immer noch, auch dort haben wir ja viele Kompetenzen auf Ebene der Kantone, wie es umgesetzt wird. Und ich glaube, auch die Gebäudeprogramme sind sehr, sehr wichtig. Ich will nicht einen Zwang einführen, oder? Da sind wir uns immer einig gewesen, dass wir sagen, jeder Eigentümer muss selber bestimmen, ob, wenn und wie er renovieren will. Und wir haben darum ein Anreizsystem ja für den Eigentümer und das, denke ich, ist recht kompatibel. Und alle technischen Vorschriften mache ich Kantone, für die sind wir nicht verantwortlich. Danke. Seppi Diesler noch hinten. Ein Thema angesprochen, das sehr wichtig ist, und das ist vor allem die ganze Raumplanung. Dazu kommt natürlich auch die Ausscheidung der Gewässerräume. Wir wissen heute, dass aufgrund der Raumplanung eine Blockade stattfindet. Wir haben ein Moratorium. In den Kantonen kann man nicht weiterfahren, in den Gemeinden kann man nicht weiterfahren und letztendlich der Unternehmer, der Bauherr, der gerne vorwärts fahren will, der investieren will, hat Schranken auferlegt. Andererseits ist klar zum Ausdruck gekommen, wir müssen uns weiterentwickeln können. Aber mit dieser Situation in der Raumplanung, wie wir sie im Moment haben, mit dieser Blockade, sei das innerhalb der Bauzonen oder nachher natürlich mit der Raumplanungsrevision 2 auch außerhalb der Bauzonen, kommen wir nicht weiter. Wie sieht da der Fahrplan aus? Also das RPG 1 ist ja in Kraft seit dem letzten Mai. Da müssen jetzt Kantone in 5 Jahren, gestützt auf ein Wachstum, das man einschätzt, für die nächsten 15 Jahre den Richtplan anpassen. Der Kanton Luzern, laut meinen Informationen, ist da zu mitten drin, macht da gut.
Und es geht natürlich dann immer, also ich glaube, die Schwierigkeit in der Umsetzung ist, dass jetzt natürlich der Kanton eine Vorstellung entwickelt über, die ganze Kantonssituation. Und sehr oft in vielen Kantonen war da vorher Gemeindehoheit, respektive Gemeinde hat gesagt, wie wachse ich, und hat den Nutzungsplan erstellt. Und jetzt ist der Prozess ein bisschen mehr von oben ab. Bei mir jetzt zum Beispiel im Freiamt ist das null problematisch, weil wir haben seit Jahrzehnten fast regionale Planungsgruppen, wo Gemeinden sowieso miteinander Planung gemacht haben. Und da ist man sich gewöhnt eigentlich, dass man miteinander schaut, wer hat welche Bedürfnisse. Und das ist ja eigentlich die Vorgabe vom RPG 1, oder? Dass nicht jede Gemeinde maximal wächst, sondern dass man schaut, was brauche ich mehr wirklich, wie sind Perspektiven. Und gerade für die Bauern, oder? Wir haben ja einen sehr grossen Verlust an Kulturland. Und ihr müsstet eigentlich die sein, die am ehesten Interesse haben, dass man versucht, Reserven, die man hat in den Dörfern, zu nutzen, zu verdichten, dass man nicht jeden Tag eine sehr viel Fläche Kulturland braucht. Und das ist ein schwieriger Prozess, da gibt es Konflikte, oder? Und jede Gemeinde, ich will natürlich gerne wachsen, will attraktiv sein, aber unsere Schweiz ist nun mal begrenzt. Wir müssen da effektiv sehr sorgfältig umgehen mit dem Boden, den wir haben. Und darum glaube ich, das ist das, was das Volk wollte. Ich bin auch überzeugt, dass das sinnvoll ist, dass wir da noch viele Möglichkeiten haben, mit dem Boden, der jetzt schon eingezont ist, noch mehr zu machen. Und dann halt auch Rücksicht nehmen auf Landschaft, auf Bauern und gleich auf die Ansprüche von Siedlung und Infrastrukturen. Und diesen Prozess, den kann Ihnen der Bund nicht abnehmen. Den müsst ihr in den Gemeinden mit den Kantonen durchführen. Wir haben jetzt nur die Regelung, dass das Wachstum auf die 15 Jahre ausgelegt wird. Der Kanton wählt, ob er minimal, mittel oder ein höchstes Wachstum sieht. Da haben wir natürlich auch Statistiken. Und wo da ist, da bestimmt der Kanton selber. Und das ist ein schwieriger Prozess, aber ich glaube, es muss sein. Und beim RPG 2, da gibt es im Moment so Zweiströmungen. Viele Kantone wollen da ganz auf Eis legen. Wir haben gesagt, wir wollen mal jetzt die Vernehmlassung durchführen. Und da kommt sicher nicht mehr dieses Jahr ins Parlament. Und bis da in Kraft kommt, sind wir wahrscheinlich etwa beim 2019, 2020. Oder? Und darum verstehe ich im Moment auch da nicht die Kantone, die so Angst haben. Jetzt haben wir sicher genug zu tun mit dem RPG 1. Aber Bauen außerhalb Wandzone, Bauzone, ist für euch in Luzern noch ziemlich wichtig. Oder? Also da muss man auch wissen, wodurch geht die Reise. Oder? Und wir wollen da ja eher grosszügig sein und sagen, wenn wir Scheuren haben und Häuser außerhalb der Bauzone, und das ist aber erschlossen, dann macht es doch keinen Sinn, da verlottern zu lassen oder dass dort nur noch die Bauern wohnen dürfen, sondern wir wollen dort eigentlich auch Wohnzweck ermöglichen, weil wir die Fläche ja schon haben, weil da schon Häuser hat, dass wir die umnutzen können. Und das ist eigentlich inhaltlich breit abgestützt. Und je länger als man da aufschiebt, ja, dann warten wir halt auch mit diesen Entscheidungen, respektive, das ist da nicht geregelt. Und darum, mir ist da eigentlich der gleich, wenn da 2020 erst kommt, oder? Aber für die Schweiz, glaube ich, ist es wichtig, dass man dort eben Vorstellungen entwickelt, was soll außerhalb der Bauzone möglich sein, wie arbeiten die Kantone auch untereinander zusammen, dass man funktionale Räume bildet und auch hier Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, mit dem Nachbarkanton sucht. Und das ist eben eigentlich der Inhalt von dieser zweiten Revision. Danke, jetzt ist noch eine Frage. Die nehmen wir noch ganz hinten, bitte. Der Zufall, dass ich genau dort aufgewachsen bin, wo es drei Windräder hat in der Umgebung. Also das ist in der Renk oben, bei der Sagerei. Und jetzt, in diesem Umkreis hat es drei. Und die ersten zwei, die sind weniger gross, die tun aber ziemlich Strom produzieren. Und die CKW hat auch ein ganzes grosses gemacht. Ochshoger heisst das dort. Und die haben in einem halben Jahr die ganze Produktion für ein Jahr gemacht. Also das ist eine super gute Lage, weil auf dem Pilatus rissen her, tut es den Wind übertreiben. Und dort hat es noch die Alpen liegt, das ist ein bisschen weiter hin.
Dort geht es wegen der Zufahrt, dass man eine längere Strasse machen muss, aber dort wäre das Windrad auch noch am rechten Platz. Und da muss man natürlich sagen, Windkraft und Wasserkraft in der Schweiz, das ist doch Zahn und Zahn, das ist doch wie Mann und Frau. Und ich bin ja viel etwa noch bei meinem Bruder oben auf der Sagerei und der Lärm und so stört gar nichts. Das grösste Problem ist, wenn etwas an einem Ort steht, wo es Lichtschatten wirft. Das ist für einen Menschen nicht gut, aber das ist dort alles tipptopp. Die Sonne kommt so, als eigentlich nie der Windschatten wirft. Darum, ich tue die Windkraft und Wasserkraft, Solarenergie, das tue ich auch sehr, sehr unterstützen, weil wir wollen einfach unabhängig vom Ausland sein. Danke. Danke vielmals. Das ist gut so. Ja, es braucht immer gute Beispiele. Und dann glaube ich, sind die Leute motiviert und sagen, was dort das Bäromeister möglich ist, das ist bei uns auch möglich. Wenn es genug Wind hat. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, danke vielmals für euer Mitmachen. Danke vielmals für die präzisen Fragen. Sie haben gehört. Oder? Wir brauchen Doris Leuthard mindestens 20 Jahre noch als Bundesrätin. Weil die Arbeit. Da bin ich ein alter Schäse, das mache ich nicht mehr. Ein gutes Gedeutet für die Staatsmänner in Europa. Die Arbeit in diesem Departement, in diesem umfassenden Departement, in diesem Schlüsseldepartement, die geht nicht aus. Und morgen und übermorgen kommen bereits neue Tätigkeiten dazu. Wir wünschen dir, Doris Leuthard, alles, alles Gute in deiner kommenden Tätigkeit. Ganz herzlichen Dank für deinen riesen Einsatz auch zugunsten von der CVP, für deinen Einsatz auch zugunsten von der Abstimmung am 8. März von unserer CVP-Familieninitiative, wo es auch einen bundesrätlichen Einsatz braucht. Im Moment ist ja immer noch 52% Ja-Stimmenanteil. Und das müssen wir können haben, auch am 8. März, am 5 ab 12, wenn wir das Resultat erreichen. Doris, merci vielmals für deine Präsenz hier im Kanton Luzern. Alles Gute und auf ein Wiedersehen. Spätestens in 4 Wahlen beim nächsten Wahlkampf. Merci vielmals. Alles Gute. Danke. Geschätzte Frau Bundesrätin, liebe Doris, ich danke dir im Namen der CVP Kanton Luzern und allen hier Anwesenden ganz herzlich für die Zeit, die du uns heute Abend geschenkt hast. Dass du dich für ein paar Stunden aus Bern losgerissen hast, für einen mehrstündigen Aufenthalt hier bei uns in der CVP Kanton Luzern. Mit deinen Ausführungen hast du uns als CVP, aber auch allen Anwesenden, hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven aufzeigt. Du hast uns aber auch Mut gemacht, dass wir von der CVP mit unseren 3 Wahlkampfthemen gute Bildung, zügige Energiewende, gesunde KMU auf dem richtigen, die relevanten Themen für eine erfolgreiche Zukunft für den Kanton Luzern, für den Mittelstand und die Familie in unserem Kanton setzen. Deine Ausführungen, deine Anwesenheit, dein Spirit, deine Ausstrahlung sind ein würdiger, kraftvoller Start in unsere kantonalen Wahlen 2015. Nach dem Moment, wo du noch bei uns beim Abbrot verweilen tust, wünsche ich dir eine gute Rückreise auf Bern und weiterhin viel Kraft und Mut für deine grosse Arbeit für die Zukunft der Schweiz. Ich danke aber auch den anwesenden Medien für ihre Berichterstattung von heute Abend und ich danke ganz besonders auch Ihnen, geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Wählerinnen und Wähler, Ihnen in und für die CVP Engagierten und besonders Ihnen, geschätzte Kandidatinnen und Kandidaten von der CVP, für Ihr Dasein,
für ihr Mitdiskutieren heute Abend. Es ist für uns nicht selbstverständlich, dass Sie alle für den Wahlkampfauftakt hier auf Willisau sind. Aber so ist sie halt, die CVP. Die CVP ist Partei von Stadt und Land. Das Parteifest haben wir im November in Horb zusammen dürfen feiern. Der Wahlauftakt jetzt hier in Willisau. Ich hoffe, dass Sie bereichert vom Anlass nach Hause dürfen fahren und wir in der Gewissheit gefestigt haben, dass sich das Arbeiten und das Krampfen für die CVP lohnt, aber auch und insbesondere, dass die Wahl der CVP die richtige Wahl ist. Denken Sie daran, und ich sage es in allen immer wieder, mehr Orange braucht unseren Kanton und mehr Orange braucht unsere Schweiz. Und für das müssen wir mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren. Ich darf Sie jetzt zum Aperitif einladen. Nutzen Sie die Gelegenheit für einen Austausch und für bereichernde Begegnungen und Gespräche miteinander. Merci vielmals.